Aber Kreischer machen genau das, sie kreischen. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Ja, sicher. Was ist, wenn es sein muss? Dein Befehl? So. Diese seltsamen Skulptur scheint versteinerte Babymikrobühlen zu sein. Auf sie hat wirklich Furcht gewirkt. Okay. Zum Künstlerbezirk. Oh. Wird noch einfach von da aus. Ja. Sofort. So, sind alle hinüber? Ja. Schön. Stimmt, sag, es gibt ja willst. Auch sofort. In die... weil die hebt das wirklich lange. Wie kann lange. Ich hier weiter? Dann geht's wahrscheinlich hier... in die Biene, oder? Ja, zu den Bienen. Stimmt, es gibt ja Direktverbindungen überall hin. Ist auch nett, dass wir das direkt wissen. Zur zweiten Ebene, zum gefallenen Tempel. So, was könnt ihr mir hier sagen? Hallo, was habt ihr hier drin zu suchen? Ihr werdet Ärger bekommen, wenn euch Markev, der oberste Kammerherr, hier findet. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Ich heiße Karlat, ich bin Bildhauer des obersten Kammerherrn Markev. Ich habe mich aus den Minen geholt, damit mein Sohn und ich eine Statue von ihm schaffen können. Der oberste Kammerherr Markev hat uns die Statue von Dorn entfernen lassen. Armer Dorn, gut, dass er seinen kleinen Palast jetzt nicht sehen kann. Das ist eine sehr detaillierte Skulptur. Wie schafft ihr das, ohne dass ihr Market vor euch habt? Wenn wir Swiffle bin, Bildhauer das Gesicht eines Menschen sehen, sehen wir einen Steinblock. In dem Steinblock stecken Millionen Gesichter. Wenn wir den Steinblock betrachten, wissen wir sofort, wie wir das wegmeistern müssen, was nicht zu dem Gesicht gehört, das wir im Geiste sehen. Wirklich? Nein, eigentlich verwenden wir nur diese Zeichnung von ihm. Sie ist ziemlich gut. Bloß ein Leibwächter des obersten Kammerherrn Markev hat sie gemacht. Ihr könnt sie haben, wenn ihr wollt. Wir haben die meisten Teile schon ausgearbeitet. Das Gesicht und der Ring waren am schwersten. Karlat, ein Bildhauer der Tiefen genommen, hat uns ein Porträt von Markev gegeben. Ihm zufolge wurde es von einem Leibwächter Markevs namens Flossum gezeigt. Danke, wisst ihr, für einen Mann in ständiger Angst um sein Leben macht ihr einen recht gelassenen Eindruck. Ich habe keine Angst um mein Leben, nur um das meines Sohns. In Gefahr, in Angst zu verspüren, werde ich Markev nicht tun. Ich würde für ihn kämpfen, in den Mieten arbeiten, ja, sogar für ihn sterben, um meinen Sohn zu retten. Ich werde mich nie von ihm einschüchtern lassen, deshalb hat er es auf meinen Sohn abgesehen. Wir sind zwar nur halb so groß wie Markev, aber wir sind alle größere Männer als ihr. Als er. Danke, lebt wohl. Was hat der Sohn zu sagen? Diesem tiefen Gnome hat man die Zunge rausgeschnitten. Er sieht euch einen Augenblick traurig an und wendet sich dann wieder seiner Arbeit zu. Das ist so brutal hier. So, was macht man jetzt mit diesem Porträt? Keine Ahnung. Ist die Frage, verlassene Tempel oder... Gewiss. In Ordnung. Gucken wir uns doch erst einmal die zweite Ebene an. Woran hast du gedacht? So soll es geschehen. Okay, das Bad trägt zwei Symbole. Das eine ist eine Raute, die zwei mit einer roten Schnur gebundene Hände umgibt. Das andere ist eine Spitzhacke in einem Kreis. Ja, also das obere ist natürlich wieder das Lavanda-Symbol. Und das untere
Diebangriff. Okay. Werde Zeugen wahrer Macht. Kann ich helfen? Helft mir doch. Ich höre. Komm, reintreffe, dann ist der Dieb tot. Dein Befehl. Einverstanden. Ja? Sag, was du von mir willst. Melden spür meine sterne Klinge! Vorwärts, zum Sieg! In Ordnung. Ja, das ist die kleine Gemeinheit hier. Aber durch den wahren Blick sehen wir sie. Was? Ich tu's. Mögen die Götter euch gnädig sein. Wie kann ich helfen? Was ist los? So soll es geschehen. Ich werde dich töten. Keine Gefangenen! Dein Befehl? Sofort! So, damit ist der wahre Blick abgeklungen. Wir sind aber schon mal wenigstens die Gegner los. Nein, hier wollte ich hingucken. Okay. Zur ersten Ebene. Hier gibt es noch keinen Marker und es gibt vier Räume. Fünf Räume. Kann ich mehr zählen. Okay, brauchst du mich? Es sind noch mehr Diebe hier. Wie lautet deine Aufgabe? Und ja, du heil mal Lunastra. Das haben wir einfach. Das hier sieht aus wie ein Speisesaal. Vita Mortis. Sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. Dann ist halt wahrscheinlich hier nebenan die Küche. Mögen die Götter euch gnädig sein. Hallo, Koch. Hey, was macht ihr in meiner Küche? Es geht euch gar nichts an, Fitwanst. Ich suche Markev. Entschuldigung, falsches Zimmer. Ach, nicht Depot, ich suche Markev. Hör zu, soweit ich weiß, war Markev eben noch oben. Ich bin bloß bei einem Koch. Ich bin nur eine kleine Nummer. Bitte tut mir nicht weh, Kumpel. Tut mir leid, Kumpel, aber ich kann euch nicht gehen und um Hilfe rufen lassen. Okay, lebt wohl. Nehmt euch vor Flesium und Flausium. Ach, Kumpel, die töten euch, wenn ihr euch mit ihm mit Markev anlegt. Okay. Und hier ist ein Sack mit Kartoffeln. Dieser Sack Kartoffeln stammt aus dem Palast in Dorntief. Außer den Kartoffeln wachsen ein paar Triebe aus den Kartoffeln. Doch ansonsten sehen sie recht genießbar aus. Mehr als eine Kartoffeln hat Markev nicht. Okay. Ah. Hallo, jemand hier drin? Flesum. Hey, was treibt ihr hier? Ich muss sie verlaufen haben. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich denke, das könnte ich. Wo wolltet ihr hingehen? Ich suche Sef. Sef, der Winzling, hält sich normalerweise vor dem Palast auf und macht eigentlich vorübergehend das Leben schwer. Wer dort nicht ist, findet ihr vielleicht in seinem Zimmer im dritten Stock. Toll, danke, Flesium. Leb wohl. Tut mir leid, junger Freund, aber ich kann dich nicht gehen lassen. Ja? Ich habe den Eindruck, dass ihr was im Schilde führt. Ich werde heute dafür sorgen müssen, dass ihr nicht im Haus meines Brötchengebers herumwandert und irgendwas anstellt. Oh, das tut uns dann aber leid. Ich werde tun, was ich kann. Na, du bist nicht gerade schwach. Wie kann ich helfen? Vielleicht bist du ja böse. Ich hatte es erwähnt. Weiter! Kann ich helfen? Dein Befehl in Ordnung. So,
So, okay. Bereit? Schau mir ruhig zu. Ja, es soll geschehen. Du trägst ein Langschild, das ist gut. Und einen Plattenpanzer. Okay, den... Na gut, nehmen wir den Helm mal mit. So, was haben wir da Schönes? Wobei, das Langschild sieht aus wie das, was ich benutze. Nice, und plus 1er Langschild. Plus 1er Langschwert. Das hier wird wohl dann das goldene Etwas sein. Im Blut gebadet. Kann nicht verwendet werden von Bade, Druide, Magier, Mönch, Schamane, Dieb, Kenze, Bogenschütze, Birsche, Tiermensch, Barbare. Keros der Rote trug diesen blutroten Plattenpanzer in den vielen Jahren, wie viel wiegt er, 55, die er für die Kirche des Tempels kämpfte. Er wurde als Sohn eines bescheidenen Bauern in der Nähe von Kalaunt geboren. Als junger Mann zog er in die Stadt, um sich als Söldner anheuern zu lassen. Nach verschiedenen erfolgreichen Schlachten wechselte er in kurzen Abständen in mehreren Abenteuerkompanien. Trotz seiner zahlreichen Siege empfand Keros mit der Zeit Ekel und Angst vor Blut. Letztendlich konnte er seinen Ekel nicht mehr bezwingen und wurde wahnsinnig. Priester des Tempels fanden den großen Krieger und nahmen ihn in ihre Obhut. Die Priester glaubten, dass sie Keros heilen könnten und begannen ihn in den Grundsätzen des temporanischen Glaubens zu unterweisen. Die Jahre vergingen und aus Keros wurde ein Priester des Tempels. Der letzte Schritt zur Bewältigung seiner Angst bestand jedoch darin, in einer Wanne Blut fast bis zum Ertrinken untergetaucht zu werden. Er strampelte und wehrte sich nicht, noch versuchte er zu entkommen. Später ließ er eine Rüstung anfertigen, die ihn an seine Vergangenheit erinnern sollte. Gut. Du kannst sie nicht tragen. Du könntest sie tragen. Würdest minus 8 kriegen. Feldharnisch plus 1, minus 7, okay. So sieht er doch mal badass aus. Okay. Wie kann ich helfen? Woran hast du gedacht? Mal gucken, ist seine Truhe. Entschuldigung. Ist seine Truhe gesichert? Ist etwas nicht in Ordnung? Was? Vita! Mortis! Ist das alles? Bastardschwert, ein Streitkolben, Kurzschwert und ein Morgenstern. Mehr hat er hier nicht. Tränke. Schnelligkeitsöl ist nie schlecht. Windigkeitstrank und Wolkenriesenstärke. Was ist das hier? Morgenstern der Götter. 2 bis 8 plus 3. Haben wir nicht so einen schon? Oder war das Ding hier, der Elendsbote? Na, sicher bitte nicht. Legt uns den mal an. Das können sie theoretisch. Oh, holla. Einen hiervon, zwei hiervon. Noch eine Stärkung. Oh, hier kann sie auch noch rein. Der wirkt, also der Mantel der Furcht wirkt leider auch auf unsere eigenen. Na, nehmen wir noch eine Verteidigungsmatrix, die kann nie schaden. Kann ich helfen? Wir heilen ihn mal weiter. Wir haben wahrscheinlich schon bald wieder einen vollen Trankkasten. Vita Mortis Caia. Vita Mortis Caia. Vita Mortis Caia.
Vita Mortis. Zwei Räume haben wir noch. Einverstanden. Diese Angriffspuppe scheint ziemlich häufige Verwendung gefunden zu haben. Angriffsattrappe, nicht Puppe. So, wen haben wir hier drin? Genefe. Ah, und die wohnt hier am Balkon.